Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich, wie wollte ich das Video nennen? Old Favorite Books für euch. Heißt Bücher, die ich vor mehreren Jahren gelesen habe und einfach absolut genial fand. So, das ist die Erklärung. Genau, ich habe mir halt ein paar Gedanken gemacht, welche Bücher ich euch früher mal empfohlen habe oder empfohlen hätte, wenn ich da schon BookTube gemacht habe. Ich weiß es gar nicht, ob all diese Bücher damals schon in den Videos mit drin waren, weil bei einigen ist es echt lange her. Hier sind auf jeden Fall mehrere dabei, die ich damals zum Lesen noch aus der Bücherei ausgeliehen habe. Und das war definitiv oder höchstwahrscheinlich dann vor BookTube, weil mit BookTube habe ich meine Ausbildung angefangen und habe mir dann immer mehr Bücher gekauft und kaum noch ausgeliehen und habe angefangen, meine Sammlung aufzubauen. Und ja, ich dachte, ich zeige euch mal ein paar dieser Bücher, die mich damals total gefesselt haben. Und vielleicht ist da für euch ja noch der ein oder andere Buchtipp bei, weil das halt Bücher sind, die man eben natürlich nicht mehr ganz so oft sieht, weil die ja jetzt schon ein bisschen älter sind. Und ich bin gespannt, ihr könnt mir auch mal schreiben, falls ihr die Bücher jetzt gerade irgendwie erst gelesen haben solltet, wie sie euch gefallen haben, weil ich mir tatsächlich bei manchen nicht ganz sicher bin, ob mir die heute noch genauso gut gefallen würden wie damals, einfach weil ich mittlerweile ja mehrere hundert Bücher mehr gelesen habe als damals zu dem Zeitpunkt, wo ich das gelesen habe. Und dementsprechend kenne ich natürlich auch viel mehr Plot-Twists und Charakterkonstellationen und so weiter als damals. Und eigentlich wäre es voll das Experiment, diese Bücher einfach alle nochmal zu lesen, um herauszufinden, ob es mir noch genauso gut gefällt. Habe ich bei dem einen oder anderen tatsächlich auch schon mal überlegt, beziehungsweise habe es zumindest bei zwei Büchern davon auch vor. Aber ich habe auch so ein bisschen Angst davor, dass sie mir halt jetzt nicht mehr so gut gefallen und mir das im Nachhinein kaputt macht, die Bücher. Also das wäre echt schade. Aber ja, ich zeige es euch, es sind 5 Stück. Ich finde, 5 ist immer eine tolle Zahl. Aber ich habe noch ein paar mehr davon im Regal. Also ich kann von diesem Video gerne nochmal einen zweiten Teil machen, wenn ihr möchtet. Und das erste Buch, oder die erste Reihe vielmehr, die ich euch zeigen möchte, habe ich tatsächlich jetzt nicht gefunden. Ich gehe davon aus, dass ich sie hier oben, ganz oben auf meinem Regal in der zweiten Reihe habe, weil da Bücher sind, die ich halt nicht mehr so wirklich oft in die Hand nehme. Und die gehören halt einfach dazu, weil, wie gesagt, habe ich vor mehreren Jahren gelesen. Und ich hoffe, dass sie da sind. Ich muss demnächst nochmal in Ruhe gucken. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich sie aussortiert habe, weil ich sie halt wirklich mochte. Das macht halt bei mir dann einfach keinen Sinn. Aber wer weiß, ich muss mich da echt nochmal auf die Suche begeben. Die erste Buchreihe, die ich damals nämlich total gefeiert habe, ist Firelight von, wie hieß sie? Moment, ich habe sie auf dem Handy. Ah, Sophie Jordan. War es Sophie Jordan? Ja, ha, bin ich gut. Ja, das ist tatsächlich auch eins der ersten Bücher, glaube ich, gewesen, die ich gelesen habe, wo Drachen ein Thema waren. Hier geht es nämlich um Jacinda. Und Jacinda ist eine Draki und das bedeutet, dass sie sich in einen Drachen verwandeln kann. Und dann begegnet sie Will und ist sofort fasziniert von ihm, aber er könnte eben auch ihren Tod bedeuten, denn Will ist ein Drachenjäger. Und Jacinda lebt mit ihrem Rudel hoch oben in den Bergen und glaubt eigentlich, dass sie in Sicherheit ist. Doch dann muss sie in eine andere Stadt ziehen und beginnt dort todunglücklich ein neues Leben und trifft dann auf Will. Ihr merkt, eine verzwickte Lage, ein Drache oder ein Draki und ein Drachenjäger, das birgt Konfliktpotenzial. Im Nachhinein ist das tatsächlich eines der Bücher, wo ich denke, dass es mir heutzutage vermutlich nicht mehr so, also es würde mir schon gefallen, könnte mich aber nicht mehr so überraschen und schocken wie damals. Damals hat es mir aber echt wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen. Ich kann mich auch sogar an ein, zwei Szenen jetzt noch explizit erinnern und das ist echt selten. Also das hat dann schon Eindruck hinterlassen und ich glaube, ich habe da zumindest eins der Bücher aus der Reihe, wenn nicht sogar alles, weiß ich gar nicht mehr, mit der lieben Jessie von Melody of Books im Buddy Read gelesen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir uns darüber ausgetauscht haben. Und ich glaube, wir mochten den dritten Band nicht mehr ganz so sehr. Da bin ich mir aber unschlüssig, das weiß ich nicht mehr genau. Aber alles in allem war das eine Reihe, die ich echt wirklich gut fand. Und wie gesagt, eins der ersten Bücher bei mir, wo Drachen vorkam. Ich überlege gerade, ich glaube, ich kann mich gar nicht erinnern, wann es anfing, dass ich so sehr mich in die Drachen verliebt habe und so gerne Geschichten mit Drachen lesen wollte. Ob das bei irgendeinem bestimmten Buch anfing oder so, ich weiß es tatsächlich gar nicht. Finde ich ein bisschen schade. Aber naja, es ist halt da, die Drachenliebe. Eine zweite Buchreihe, die ich tatsächlich bisher nicht beendet habe, wo mich aber zumindest der erste Band damals einfach total geflasht hat, ist Evermore, die Unsterblichen von Alison Noel. Und die Reihe habe ich mittlerweile fast, also der letzte Band fehlt mir, aber die anderen Bücher habe ich tatsächlich vollständig im Regal, obwohl ich, glaube ich, nur Band 1 und 2 gelesen habe. Auch schon lange her. Ich glaube, ich hatte es aus der Bücherei ausgeliehen und habe sie mir dann
mal bei, ich weiß nicht, Rebuy, Avell oder so bestellt, Band 1 bis 3, glaube ich, weil ich Band 1 einfach so gut fand. Hier geht es um Eva und Eva ist 16 Jahre alt, als sie ihre Familie bei einem Autounfall verliert. Sie selbst überlebt als Einzige und zieht sich daraufhin von ihrer Außenwelt immer mehr zurück. Das ändert sich jedoch, als sie Damon zum ersten Mal begegnet, denn er hat etwas, was Eva zutiefst berührt und gleichzeitig irritiert. Denn seit sie dem Tod so nah war, besitzt sie die Fähigkeit, die Gedanken anderer Menschen zu hören. Nicht jedoch bei Damon. Wer ist er und was will er ausgerechnet von ihr? Erinnert so ein bisschen an Twilight, ne? Mit dem Gedankenlesen, aber nicht bei ihm. Ich weiß gar nicht, was zuerst da war. Evermore oder Twilight? Ich glaube Evermore. Wird ein verrückter Zufall sein. 2009 im Amerikanischen rausgekommen. Könnte auch Twilight zuerst da gewesen sein. Oh Gott, das Zeitgefühl, ne? Das ist alles schon so lange her und es fühlt sich an wie gestern. Das ist furchtbar. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich von dem ersten Band einfach mega geflasht war. Ich habe es echt geliebt. Ich mochte auch den zweiten Band total gerne. Mein Problem mit dem zweiten Band war das Ende. Es gibt manchmal Bücher, die Cliffhanger haben, die eigentlich ja dazu führen sollen, dass man weiterlesen will. Meistens ist das bei mir auch so, aber es gibt so Cliffhanger, wo ich mir dann einfach so denke, nein, weil ich einfach Angst davor habe, wie es weitergeht. Weil die Entwicklung halt in eine Richtung gehen könnte, die mir nicht gefällt. Und das war halt am Ende von Band 2, ich glaube es war Band 2 zumindest, so, dass ich mir so dachte, oh nein, wenn das jetzt so weitergeht. Und deswegen habe ich dann nicht weitergelesen. Und vor ein paar Jahren hatte ich die Bücher dann aussortiert und letztes Jahr habe ich mir tatsächlich die gebraucht zurückgekauft. Bis auf den letzten Band, der fehlt mir leider noch. Aber ich will das unbedingt nochmal lesen und ich hoffe, dass es mich noch genauso packt wie früher. Und ich dann über den zweiten Band hinauskomme. Dazu gibt es dann auch noch einen Spin-off, da geht es um... Ich glaube, um Evas Schwester, um die verstorbene Schwester. Wieso, weshalb, warum, müsst ihr selbst herausfinden, wenn ihr die Reihe lest. Die könnte ich mir dann auch nochmal vornehmen. Die soll aber, glaube ich, nicht ganz so gut sein, habe ich gehört. Ja, aber das sind auf jeden Fall Bücher, die ich nochmal lesen würde, wo ich mir auch vorstellen kann, dass es mir weiterhin so gut gefällt wie damals. Vielleicht würde es mich nur nicht mehr so schocken, weil ich mittlerweile einfach sehr, sehr viele Cliffhanger gelesen habe. Aber ja, das steht auf jeden Fall auf meiner Liste von Büchern, die ich nochmal lesen werde. Eine Reihe, also Trilogie, die ich damals abgöttisch geliebt habe, ist die Sternentrilogie von Kim Winter. Der erste Band ist Sternenschimmer und ich habe das so geliebt. Ne? Das war echt eins meiner absoluten Lese-Highlights vor, was weiß ich, wie vielen Jahren. Das ist auf jeden Fall auch ein Buch, was ich aus der Bücherei ausgeliehen hatte damals, das weiß ich noch. Und ich habe mir den dann irgendwann mal nachgekauft, die ganze Trilogie. Ja. Ich war echt mega krass verliebt. Also das war echt eins der krassesten Highlights, die ich damals hatte. Ich habe das so geliebt. Ich glaube, ich habe es auch mehrfach aus der Bücherei ausgeliehen gehabt, bis ich es dann selbst zu Hause hatte. Und das ist tatsächlich aber eins der Bücher, wo ich denke, es könnte ein Fehler sein, das nochmal zu lesen, weil ich mittlerweile es vielleicht nicht mehr so feiern würde. Weil damals war das die ganze Story für mich noch so wow, so neu und krass. Und ich glaube, mittlerweile wäre das halt einfach nicht mehr so. Aber ich bin auch unentschlossen. Vielleicht lese ich sie trotzdem nochmal. Hier geht es auf jeden Fall, es geht um Eisen und Mia. Oh Gott, ich finde den Klappentext irgendwie komisch. Also Eisen ist sozusagen ein Außerirdischer. Er ist nur Gast auf der Erde, denn auf seinem Heimatplaneten Ludun herrscht Krieg und Eisen ist es vorherbestimmt, sein Volk zu beschützen. Und Eisen landet mit ganz vielen anderen Kindern von Ludun eben auf der Erde. Die werden dort praktisch als Flüchtlinge in Empfang genommen und kriegen Häuser und Wohnungen und menschliche Betreuer, die ihnen helfen sollen, sich einzuleben und solche Sachen. Und Mia arbeitete irgendwie freiwillig in einem dieser Häuser für solche Kinder. Und dort landet eben doch Eisen, der zwar kein Kind mehr ist, aber ich weiß nicht, aus irgendeinem anderen Grund eben auch mitgereist ist. Und die beiden verlieben sich ineinander. Und Mia weiß aber, dass es natürlich problematisch ist, denn er ist eben nur Gast auf der Erde und er will sein Volk beschützen, will also auf jeden Fall zurück nach Ludun. Und das macht das Ganze ein bisschen kompliziert. Also ja, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut zusammengefasst habe, aber ich habe es echt geliebt. Also wirklich, das war echt so ein absolutes Herzensbuch. Und ich würde es schon nochmal gern lesen, aber wie gesagt, ich habe irgendwie Angst, dass es mir die Geschichte im Nachhinein kaputt macht. Buch Nummer 4 kennen bestimmt, würde ich mal behaupten, viele von euch. Da habe ich zumindest den Eindruck, dass einem das auf Instagram und Co. doch häufiger nochmal begegnet. Und zwar ist das Göttlich Verdammt von Josefine Angelini. Das ist tatsächlich auch ein Buch, was ich 3 oder 4 Mal gelesen habe, weil ich es so, so toll fand. Im Nachhinein ist es auch eine Story, die man
jetzt mittlerweile schon kennt. Es geht hier auf jeden Fall um griechische Mythologie. Das war tatsächlich auch das Buch, mit dem ich angefangen habe, mich für solche Bücher zu interessieren, die halt irgendwie Bezug zu irgendwelchen Mythologien nehmen und Göttern und so weiter. Und es geht um Helen. Und ich weiß nicht mehr genau, ich muss mir den Klappentext nochmal durchlesen. Helen wohnt auf Nantucket und dort ist nie viel los, bis die Großfamilie Delos auf die Insel zieht. Die Familienmitglieder sind ausgesprochen attraktiv und die ganze Insel ist hin und weg von den Neuankömmlingen. Alle außer Helen, denn sie spürt von Anfang an großes Misstrauen gegenüber den Unbekannten und wird noch dazu im Traum von drei unheimlichen Frauen aufgesucht, die Rache nehmen wollen. Und dann trifft Helen den gleichaltrigen Lucas Delos zum ersten Mal und spürt in seiner Gegenwart einfach den unbändigen Drang, ihm weh zu tun, ihm etwas anzutun und einfach so einen seltsamen Hass, ohne zu wissen, was dahinter steckt. Und ja, an der Stelle mache ich mal Stopp, weil ich nicht weiß, wie viel ich verraten kann. Auf jeden Fall sind deren Schicksale halt miteinander verflochten. Wer sich ein bisschen in Mythologie auskennt, der kann sich jetzt vielleicht schon denken, in welche Richtung es geht. Ich fand es auf jeden Fall richtig genial. Ich habe Band 1 und 2 echt sehr geliebt. Wie gesagt, Band 1 habe ich auch mehrfach gelesen. Den würde ich auch tatsächlich nochmal lesen. Band 3 mochte ich nicht. Das ist so ein bisschen das Traurige an der Geschichte. Band 1 und 2 waren wirklich super, aber bei Band 3, das war irgendwie nur noch so ein komisches Kauderwelsch und hat mir nicht mehr so wirklich Spaß gemacht, was da so passiert ist. Sehr, sehr schade, aber den ersten Band, den würde ich echt um der alten Zeiten willen gern nochmal lesen. Und zu guter Letzt eine Trilogie, die mir auch sehr gut gefallen hat. Ich glaube, das war eine der ersten Trilogien, wo ich eine Protagonistin hatte, die so auf diese Art und Weise, ja, ich sag mal, Stärke gezeigt und rebelliert hat und solche Sachen. Und zwar ist es Die Stadt der verschwundenen Kinder von Carrick O'Brien. Die Reihe ist auch halt schon ein bisschen älter. Auch die hatte ich damals aus der Bücherei ausgeliehen, komplett und habe sie mir letztes Jahr erst gekauft. Und zwar geht es hier um Gaia. Gaia lebt in einer Stadt, in der jeden Monat die ersten drei Neugeborenen an der Stadtmauer abgegeben werden müssen. So lautet das uralte, unbarmherzige Gesetz. Doch die Frage ist, was verbirgt sich dahinter? Was passiert mit diesen Kindern? Und für Gaia gibt es halt nur einen Weg, das herauszufinden. Sie begibt sich heimlich in die verbotene Stadt. Moment, sie lebt nicht in der Stadt, sie legen die Kinder vor der Mauer ab. Für die Leute hinter der Stadt, so rum. Gaia ist glaube ich, irgendwie Hebamme oder wird zur Hebamme ausgebildet und ist halt so mittendrin, was diese Neugeborenen-Ablegesache angeht und versucht halt herauszufinden, was dahinter steckt. Und das Ganze ist dann halt echt so eine richtig starke Geschichte geworden. Und ja, auch eine Love Story gibt's hier. Und wie gesagt, so Rebellion und Kampf gegen jemanden, den Anführer, wie auch immer. Ich fand's einfach gut damals. Es sind drei Bücher. Der dritte ist ein bisschen dünner. Der zweite ist, glaube ich, auch ungefähr so dick wie der erste. Ich überlege gerade, wie das Ganze endet. Ich glaube, ich weiß noch. Ich glaube, es war ein gutes Ende. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Es war aber auf jeden Fall eine Reihe, wo ich Band 1 bis Band 3 konstant mochte, wo es keinen schwächeren Band für mich gab. Und ja, auch die Reihe habe ich echt immer wieder im Kopf gehabt über Jahre und so dachte mir so, Mensch, das müsste ich nochmal lesen, weshalb ich mir die dann halt auch nachgekauft habe letztes Jahr. Also auch gebraucht zwar, aber die sehen noch super aus. Und es ist übrigens ein Buch, sehe ich gerade, was eigentlich vergleichsmäßig groß gedruckt ist. Also da kommt man bestimmt schnell durch. Und ja, das ist auch so ein Buch, wo ich denke, okay, das will ich nochmal lesen. Hier kann ich tatsächlich gar nicht einschätzen, ob es mir noch gefallen wird, so wie damals oder nicht. Und ich würde das aber gerne herausfinden. Und deswegen habe ich sie mir natürlich auch nachgekauft gehabt letztes Jahr, damit ich diese Bücher nochmal lesen kann. Und ich war echt überglücklich, dass ich die entdeckt und gekriegt habe. Es war echt richtig schön. Ja, das sind so fünf Bücher bzw. Buchreihen gewesen, die mich damals vor ein paar Jahren zu meinen, ja, Leseanfängen ist falsch gesagt, aber bevor hier alles so explodiert ist an Büchersammlungen, die mich da absolut begeistert haben. Und ja, schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, an welche Bücher ihr euch von früher noch so gerne erinnert. Was ich übrigens auch sehr viel und sehr häufig gelesen habe, waren die alten Hani und Nani Bücher. Da komme ich jetzt drauf, weil ich das gerade in einem anderen Video erwähnt hatte. Die habe ich tatsächlich, also die hat meine Oma meinen Tanten damals geschenkt und die haben die dann nicht mehr gewollt, als sie erwachsen waren und dann habe ich die bekommen. Und ich habe die echt immer wieder gelesen, rauf und runter. Das waren halt auch echt so kleine, dünne Bände, da war man schnell durch.
Und ich habe die echt abgöttisch geliebt und ich habe den Fehler gemacht, habe sie dann irgendwann... Und dann hat meine Cousine sie gekriegt und seitdem sind sie verschollen. Oh Gott, das ärgert mich richtig, weil jetzt wäre ich echt glücklich, wenn ich die Bücher noch hätte. Aber naja, okay, genug von den alten Stories. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr noch einen zweiten Teil möchtet. Für ein zweites Video hätte ich auf jeden Fall noch genug Bücher dieser Art hier. Und dann war es das an dieser Stelle. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss!